Ja, von hinten dann, haha. Oha, hier ist es windig. Es ist dunkel geworden. Da fliegen Dinger weg. Das Tor zur Hölle oder was? Ja, ich gucke halt oft auf die Karte, denn wie gesagt, ich möchte wenig übersehen. Ansonsten übersehe ich nämlich zu viel. Kettensäge haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Gehen wir mal hier hoch. Geht nicht weiter? Nee. Nee, dann gucken wir mal hier hin. Tja, dann eben so. Oh. Schild, ja, sind wir immer noch bei 20. Wie, was haben wir jetzt? 114? Wieso ist der eine Strich dann noch... Was bedeutet das mit der Energie jetzt? Haben wir da jetzt bessere Power? Kann ich da rüberspringen? Muss ich wohl. Wenn wir nicht treffen, dann tut das weh. Geronimo! Und dann hier hoch. Geronimo! Ah, ne, was auch immer. Ich trau mich nicht. Doch, so. So, jetzt können wir darauf, oder was? Nächstes Stockwerk. Ja. Also möge die Macht mit uns sein. Ja! Da ist schon einer sauer. Hier können wir hoch. Das ist tatsächlich voller Jump'n'Run irgendwie. Da war ich. Ach so. Ah, dann eben so. So, was müssen wir da machen? Interagiere mit einem Runenprüfungsstein. Ist das so ein Ding? Ja. Runenprüfung. Schalte mit der Kampfschrotflinte 15 Imps aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. 10 Sekunden! 2 plus 2 Sekunden pro Kill. Achso, okay. Dann machen wir mal hier mit der Salve. Schalte mit der Kampfschrotflinte 15 Imps aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Vakuum. Okay, Leertaste. Ja, Prüfung starten. So, nächste bitte. Fünf erst. Was? Aber ich dachte, Bonus plus 2. Ach so, Glory Kills. Ach Mensch, ich muss mal ganz lesen. Der Glory Kill ist doch kein Ding, da habe ich ja unendlich Zeit. Ich bin Glory Kill! Scheiße, gib mir Glory Kills!
So. Scheiße! Nochmal, das mache ich so lange, bis ich es schaffe. Also eben hätte ich mehr Möglichkeiten zum Glory Kill gehabt. Vielleicht versuche ich noch mit Beine zu schießen. Nee. Ach so, bam. Und nochmal. So, und nochmal. Und nochmal. So. Glory Kill. So, ich brauche Sekundenbonus. Jawohl! Dritter oder vierter Versuch, ne? Verfügbare Belohnung, Ansauger. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnimmst. Egal, immerhin, es geht mir hier um die Herausforderung. Verfügbare Watt? Okay, das haben wir jetzt gemacht. Vier Waffenpunkte haben wir jetzt. Vogelperspektive haben wir. Okay. Aber wir wollen ja hier warten. Scheiße, was wollen wir denn machen hier? Genau. Hier brauchen wir ja fünf für. Denn wenn wir hier was machen wollen, brauchen wir die anderen Dinger. Davon haben wir ja nur eins. Verbessere die Effektivität deiner Navigationssysteme. Was haben wir hier als drittes? Erhöhte Anzahl der Ladungen bei Ausrüstung. Ach, drauf geschissen, mein Navi ist kacke. Wir machen mal Navi. Wohl, was ist das hier? Weniger Schaden durch eigene Waffe. Nee, wir machen Navi. So. Der Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden. Oh, das ist interessant. Gut, dann wollen wir mal weiter. Da ist noch eine Ecke, da will ich nochmal hin. Ne, die war unten. Ne, die ist hier oben. Munition! Ist alles voll. Dann gehen wir hier hoch. Oh, da sind sie. Oh, die haben ja hier auch ein Waffenrad. So. Da ist auch einer lang gelaufen. Wo ist der? Codex-Antrag freigeschaltet. Bereiche Agent-Einrichtung. Agent-Einrichtung. Wer das lesen möchte, bitte auf Pause machen. 3, 2, 1, jetzt. Und es geht weiter. Also ich verstehe das mit meiner Energie noch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt doppelte Energie. Hat da vorhin, stand da vorhin irgendwas oder wie? Achte ich mal drauf, wenn ich getroffen werde. Es kann ja nicht lange dauern. Die hängen hier schon eine Weile rum. Oh, da liegt einer. Oh, Raketenwerfer ist das. Waffen-Raketenwerfer. Jawohl, Speicherpunkt erreicht. Raketenwerfer.
Lichter. Raketenwerfer. Dank des großen Wirkungsbereichs ist der Raketenwerfer nur bei sehr schnellen Gegnern nicht effektiv einzusetzen. Okay. Okay, okay. Waffen, Raketenwerfer. Diese Waffe hat seit ihrer Entwicklung im späten 21. Jahrhundert nur wenige Änderungen erfahren. Aufgrund ihrer einzigartigen Wirkung und ihrem Wirkungsradius erhöht sie in allen Armeen zu den am weitesten verbreiteten schweren Waffen. Die USC verbesserte das Design leicht durch das Hinzufügen eines automatischen Schnellladesystems. Das Waffengehäuse wurde entsprechend angepasst, um die Modifikation der USC aufnehmen zu können. Felddrohnen? Ach so, dann kann ich. Aber hier habe ich doch schon. Da. Mikroraketen kann man hier noch durchlesen, falls wir es noch nicht gemacht haben. Und dann habe ich ja auch noch die Kampfschrotflinte modifiziert. Können wir hier auch Explosivschuss einmal durchlesen, wer möchte. Und aufgeladene Salve durchlesen, wer möchte. Okay. Wollen wir weiter. Kann ich da nicht ran? Nee. Schweinerei, da ist zu. Hey, hier für euch! Oh, falscher Nippel. 5 Schuss bloß? Ja, von hinten dann, haha. Glauke! Was ist da noch einer? Aua! Komm noch hierher, du Ratte! Was war denn das Blaue hier? Getroffen habe ich ihn. Den Schlingel. So, hier haben wir Schild. Hier ist nichts. Musik ist noch volle Pulle. Das heißt, hier kommt noch was auf und zu. Da. Boah. Aua! So, du Penner, du hast eine große Fresse und nichts dahinter. Du auch, bam. Haben sie mich ganz schön kalt gemacht, die Schlinge. So, die Musik ist vorbei. Da wollen wir nicht rein. Wir... Was ist das denn da? Ja, hier waren wir. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal hier entlang. Habe ich hier schon... Nee, was anderes habe ich nicht. Jo, volle Kanne Munition bekommen. Hier ist Notfallsperrung. Wo sind wir denn hier? Keine Ahnung. Da hinten ist ein Schild. Da ist auch. So. Oh. Ich mach euch tot, ihr Mistviecher. Da schießt, da wirft wieder einer. Mit seinen Fäkalien. Du bist ja wie so ein Affe. So, der wirft nicht mehr. Aua. Was war das? Was? Oh. So. Ach, hier ist ein Blutnest. Warum sagt das denn keiner?
Explodnest! Aua. Ja. So, oh, falsch. So. Scheiße. Scheiße, was mache ich denn bloß? Ich will einen Raketenwerfer nehmen. So, jetzt in die Fresse hauen. Dip, 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 dip. So. Haben wir wieder ganz schön dramatisch gemacht, mal wieder. So, hier ist die Tür ja auf. Hier ist ein blaues Energiefeld. Liebe Sachen. Ah, hier ist das. Da sind wir ja von da gekommen. Oh, hier ist auch noch was. Prätorenmarke erhalten. Das steht hier nicht. Ich deaktiviere die Agent-Filter. So. Elitewachen haben wir jetzt eine von vier. Okay, deaktiviere die Agent. Agent Filter. So, hier ist auch auf. Aber da wir von da hinten gekommen sind. Gehen wir auch erstmal da hinten rein. Hier kann ich rauf. Ist da was drauf? Tja, wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Hier ist auch auf. Ach, hier ist noch ein Nest.